Stuttgart, habe ich gehört, hat nicht nur tolle Ingenieure und Automobilfirmen, sondern auch eine Oper. Und ich habe mit einem im Hotel gesprochen, der meinte, einige der besten Stunden seines Lebens verdankt er der Oper. Und ich sagte, dann gehen Sie wohl oft in die Oper, nicht wahr? Und er sagte, nein, eher nicht, aber seine Frau. Ich bin hier, um Ihnen zu erzählen vom großen Thema unseres gegenwärtigen Jahrhunderts, vom Aufstieg der künstlichen Intelligenz, die alle Lebensbereiche in den nächsten Jahrzehnten erfassen und umgestalten wird. Und bevor ich da zum jetzigen Jahrhundert komme, blicke ich zurück aufs letzte Jahrhundert. Im Jahr 1999 machte die Zeitschrift Nature eine Liste der einflussreichsten Erfindungen der letzten 100 Jahre. Und was war Nummer eins? Es war eine Erfindung, die gar nicht weit von hier in Ludwigshafen gemacht wurde. Und zwar diejenige Erfindung, die die Bevölkerungsexplosion von 1,6 Milliarden Menschen im Jahre 1900 bis bald 10 Milliarden Menschen getrieben hat. Was ist das für eine Erfindung? 1908 hat der Fritz Haber den Haber-Prozess und später hieß er dann Haber-Bosch-Prozess wegen den Verbesserungen vom Herrn Bosch erfunden. Was macht er? Unter hohem Druck und hohen Temperaturen holt er den Stickstoff aus der Luft. Wozu braucht man den Stickstoff? Die Pflanzen brauchen den Stickstoff zum Wachsen. Und ohne diese Sache könnte man keinen Kunstdünger herstellen. Und jedes Jahr werden nach demselben Verfahren 500 Millionen Tonnen Kunstdünger hergestellt und verwendet auf der Welt. Und ohne das gäbe es die halbe Menschheit nicht. Da gäbe es höchstens 3,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und bald werden 2 von 3 Menschen ohne diese einzige Erfindung nicht existieren können. Gab nichts, was auch nur annähernd diesem Auslöser der Mutter aller Trends, der Bevölkerungsexplosion, gleichkam im letzten Jahrhundert. Im gegenwärtigen Jahrhundert wird die Explosion der KIs und künstlichen Intelligenzen noch viel krasser werden. Beim Thema KI geht es immer um Daten, die man ansieht und aus denen man versucht, was zu lernen darüber, wie man in der Zukunft sich besser verhalten könnte. Das, was jeder Mensch macht, ja, aus den Eingaben, die über die Lebenszeit hineinströmen, versucht herauszukriegen, wie die Welt funktioniert und dann eben seine Erfolge in der Welt zu verbessern. Und diese Prognose, die dazu notwendig ist, ist nicht immer leicht. Das illustriere ich jetzt an diesem kleinen Intelligenztest. Hier habe ich so eine Reihe von Daten, ja, 2, 4, 6, 8. Und ich verrate Ihnen jetzt schon, dass da so eine Regelmäßigkeit drinsteckt. Und die Frage ist, wie heißt die nächste Zahl? Was haben wir für Antworten schon? 2. 2, sehr gute Antwort. Ja. Es ist nicht 2, aber es ist eine gute Antwort. Die richtige Antwort ist 34, denn die n-te Zahl ist dieses Polynom n hoch 4 minus 10 n hoch 3 plus 35 n Quadrat und so weiter. Da, wenn Sie 1 einsetzen, dann kommt 2 raus. Wenn Sie 2 einsetzen, kommt 4 raus. Wenn Sie 3 einsetzen, kommt 6 raus und so weiter. Nur, wenn Sie 5 einsetzen, dann kommt halt 34 raus. Jetzt kann es Ihnen passieren, dass, wenn Sie in einem richtigen Intelligenztest 34 sagen statt 10, dann kann es Ihnen passieren, dass Sie nicht die volle Punktzahl kriegen. Und das liegt daran, dass die Hersteller von diesem KI-Test wollen, dass Sie die einfachsten Beschreibungen der Daten finden, die einfachsten Regeln. Also die finden so ein Polynom 2n viel besser als so ein kompliziertes Polynom. Denn dieses ist auch kompatibel mit den Daten. Und da wäre in der Tat die nächste Vorhersage dann 2 mal 5, also 10. Alles maschinelle Lernen und alle Physik und alle Wissenschaft beschäftigt sich damit, aus diesen großen Datenmengen, die ständig auf uns einströmen, einfache Regeln zu extrahieren. Wenn wir ein Video haben von vielen fallenden Äpfeln und es stellt sich raus, die beschleunigen immer auf dieselbe Art und Weise, dann können wir das Gesetz der Gravitation herleiten daraus. Das erlaubt uns, diese fallenden Äpfel vorherzusagen und die Rohdaten, dieses Video, stark zu komprimieren.
Und alles maschinelle Lernen und alle künstliche Intelligenz beschäftigt sich mit der Frage, wie kann ich solche Regelmäßigkeiten finden in den Daten? Bevor wir jetzt einsteigen, zeige ich Ihnen noch einen Datensatz, der nahelegt, dass die Geschichte des gesamten Universums konvergieren wird in naher Zukunft, im Jahre 2050, welches ich Omega nenne, weil es der Teilhard de Chardin vor 100 Jahren schon Omega genannt hat. So einen Punkt, wo vielleicht die Menschheit ihren nächsten Schritt macht, ja, ein neues Niveau erreicht. Es ging los vor 13,8 Milliarden Jahren mit dem Urknall. Und ab jetzt nehme ich immer nur ein Viertel der vorhergehenden Zeitspanne. Jetzt nehme ich also ein Viertel dieser Zeit vor 3,5 Milliarden Jahren. Das war genau da der Zeitpunkt, wie das Leben entstanden ist. Und wir nehmen ein Viertel dieser Zeitspanne und dann kommen wir gerade raus bei ungefähr vor 900 Millionen Jahren das erste mobile Leben, das erste tierähnliche Leben. Und wir nehmen wieder ein Viertel dieser Zeitspanne, dann kommen wir gerade raus bei den Säugetieren, unseren Vorfahren. Und jetzt haben wir so eine exponentielle Zeitreihe, die eben wunderschön drauf passt auf diese aus menschlicher Sicht wichtigsten Ereignisse in der Geschichte der Menschwerdung. Und das ist also auch ein weiteres Beispiel dafür, dass manchmal recht einfache Regeln hinter so scheinbar komplexen Ereignissen zu stehen scheinen. Schauen wir, wie es weitergeht. Wir nehmen wieder ein Viertel dieser Zeitspanne und kommen raus genau bei der Entstehung der Primaten vor 55 Millionen Jahren. Und wir nehmen ein Viertel dieser Zeitspanne, gerade die ersten Hominiden vor 13 Millionen Jahren. Und jetzt geht's los. Wieder ein Viertel dieser Zeitspanne, und Sie merken, es wird immer schneller, exponentielle Beschleunigung eben, ja. Vor 3,5 Millionen Jahren gerade der Beginn der Technologie, die ersten Steinwerkzeuge. Und wir nehmen ein Viertel dieser Zeitspanne und vor 800.000 gerade der nächste große technologische Durchbruch, kontrolliertes Feuer. Und wir nehmen ein Viertel dieser Zeitspanne, das ist gerade der moderne Mensch, 210.000 Jahre liegt das zurück. Jetzt reden wir bloß noch von Jahrhunderttausenden und nicht mehr von Milliarden und Millionen. Und wir nehmen ein Viertel dieser Zeitspanne und das ist gerade so der moderne Mensch, wie er aus Afrika kommt und die Welt kolonisiert. Und ein Viertel dieser Zeitspanne, ich weiß nicht, warum das immer so genau passt mit den Vierteln. Das ist einfach jetzt eine Beobachtung, das ist ein Muster in der Geschichte des Universums aus menschlicher Sicht. Gerade die neolithische Revolution vor 13.000 Jahren, Ackerbau, Viehzucht und so weiter, Beginn der Zivilisation. Und wir nehmen ein Viertel dieser Zeitspanne und das ist genau die Eisenzeit. Und wir leben immer noch in der Eisenzeit. Und wir nehmen ein Viertel dieser Zeit und jetzt reden wir nur noch von Jahrhunderten. Vor 800 Jahren, was war da los? Omega minus 800 Jahre. Ja, in China haben sie eben Eisen und chemische Energie, Feuer zusammengebracht und haben die ersten Kanonen und Schießpulver und die ersten Gewehre und Raketen produziert. Und wir nehmen ein Viertel dieser Zeit und da setzt man nochmal einen drauf. Die industrielle Revolution, wieder Eisen und Feuer in Form von Maschinen und Dampfmaschinen und Verbrennungsmotoren. Hier der erste, nicht weit von hier entwickelte Verbrennungsmotor, der ein Auto antreibt, von Benz. Übrigens fällt mir da ein, der amerikanische Präsident hat ja unlängst mal seiner Überzeugung Ausdruck verliehen, dass das Auto nicht von Benz, sondern von einem Amerikaner erfunden worden sei. Und ich weiß nicht, an wen er da gedacht hat, wahrscheinlich an den Abraham Lincoln, weil es gibt ja so ein Auto, das heißt Lincoln. Und wir nehmen ein Viertel dieser Zeit, Omega minus 50 Jahre. Und das ist gerade unsere jetzige Zeit. Ja. Die Informationsrevolution und WWW seit 1990 und jeder hat ein kleines Mobiltelefon und ein Smartphone und ein digitales Nervensystem überzieht die Welt. Und was immer jetzt als nächstes kommt, liegt in der Zukunft. Omega minus 12 Jahre. Das ist irgendwas in den 2030ern. Wir wissen nicht, was das ist. Für mich vorherzusagen, was die gesamte Menschheit machen wird, das ist so ein bisschen wie für ein einzelnes Neuron in meinem Hirn vorherzusagen, was mein Gehirn als nächstes denken wird. Es gibt ungefähr 10 Milliarden Neuronen in meinem Gehirn, es gibt ungefähr 10 Milliarden Menschen auf der Welt. Aber eins kann ich schon sehr gut vorhersagen, nämlich jede Dekade, auch in der Zukunft, werden wir wieder eine Beschleunigung der Rechenzeit erleben, von einem Faktor, die einem Faktor 100 entspricht, pro Euro. Also jede Dekade, alle 10 Jahre, werden die Rechner zum selben Preis 100 Mal schneller sein.
In 30 Jahren also 10 Millionen, in 30 Jahren also 1 Million mal schneller. In 50 Jahren 10 Milliarden mal schneller. Und in der nahen Zukunft, ein paar Jahre dauert es noch haben wir sowas nicht. Wenn wir zum ersten Mal so kleine Rechner haben, die so viel rechnen können wie ein Menschenhirn, gibt es noch nicht. Wenn wir aber bald haben. Nur 50 Jahre später wird es dann, wenn dieser Trend anhält, zum ersten Mal kleine Rechner geben, zum selben Preis, die so viel rechnen können wie alle Menschenhirne zusammen. Und es wird nicht nur eins davon geben, es wird viele, viele, viele davon geben. Und die Zeitabstände, die werden immer kürzer, 12 Jahre, 3 Jahre, dann reden wir bloß noch von Monaten und Wochen und wer weiß, wo das enden wird. Ja. Viel von dem, was jetzt so interessant wird aus kommerzieller Sicht, hat zu tun mit diesem Thema tiefes Lernen. Jetzt steige ich eigentlich so langsam erst ein in den eigentlichen Vortrag. Wie viel Zeit habe ich jetzt eigentlich schon verschwendet? 10 Minuten. Tiefes Lernen, wer hat denn schon mal was von dem gehört? Deep Learning. So 2, 3. Wer hat denn schon mal was von künstlichen neuronalen Netzwerken gehört? Tiefes Lernen ist nur ein neuer Ausdruck für künstliche neuronale Netzwerke. Wer hat noch nie was von künstlichen neuronalen Netzwerken gehört? Aha. Dann gibt es hier in diesem Raum eine dritte Gruppe. Die sind wahrscheinlich schon eingeschlafen. Dieses tiefe Lernen, das beschäftigt sich mit neuronalen Netzwerken, die so ein bisschen strukturiert sind wie ihr eigenes Gehirn. Und hier sehen wir die allgemeinsten aller Rechner, Neuronenrechner, das sind die rekurrenten neuronalen Netzwerke. Die sind eigentlich ganz simpel, ganz simpel. Da haben Sie verschiedene so Neuronen, hier ist eins und hier ist eins, das sind Eingabeneuronen. Und zu jedem Zeitpunkt kommen da zum Beispiel Videosignale ein. Ja, das sind jetzt nur 2, aber es können auch 10.000 oder 1 Million sein. Ihre Retina zum Beispiel, die hat 100 Millionen solche Eingabeneuronen. Und dann gibt es da so andere, so kleine versteckte Knoten, und die sind verbunden mit den anderen, auch rückgekoppelt. Und zu jedem Zeitpunkt macht jetzt jeder von denen was Triviales. Der hier, der rechnet sich einfach aus, was ist die gewichtete Summe der Aktivationen. Die haben also alle so reellwertige Aktivationen, 0,2, 0,3. Wenn da so ein Bild reinkommt zum Beispiel, hat das möglicherweise ein sehr dunkles Pixel, dann steht da 0,3. Wenn da ein hellerer Teil des Bildes ankommt, dann steht da 0,9 und so. Und auf jeden von diesen Pfeilen hier, da ist eine weitere Zahl zu finden. Das ist die Verbindungsstärke, das synaptische Gewicht. Ja, ist auch eine Zahl. Und dieser Knoten zum Zeitpunkt T, was macht er? Der schaut auf seine vorherigen, mit ihm verbundenen Knoten und sieht nach, was hatten die vorher für eine Aktivation. Und dann berechnet er einfach nur die Gewichte der Summe dieser Aktivationen und macht sowas Nichtlineares obendrauf. Und dann kommt eine neue Zahl raus. Das heißt, da werden ständig neue Zahlen ausgerechnet, gerade wie in Ihrem Hirn auch ständig neue Aktivationen ausgerechnet werden aus den Aktivationen, die Einfluss haben auf die Neuronen, die da rechnen. Jetzt werden Sie mir zuhören. In Ihrem Gehirn sind vielleicht 10 Milliarden solche Neuronen jetzt in diesem Moment damit beschäftigt, irgendwie Sinn aus den Eingaben zu ziehen. Und jedes von denen hat vielleicht 10.000 Verbindungen zu anderen Neuronen. Das heißt also, haben Sie 100 Milliarden Verbindungen. Und das Interessante ist, dass die lernen können. Diese Verbindungen ändern sich über die Zeit hinweg. Und all Ihre Weisheit und all Ihre Lebenserfahrung und all Ihre Seele steckt nach dem, was wir wissen, in diesen Verbindungsstärken drin. Ihre Jahrzehnte an Lebenserfahrungen, die haben dazu geführt, dass diese Verbindungsstärken sich geändert haben und so, dass Sie aus den großen Datenmengen, die Sie reinziehen aus der Welt, Vorhersagen machen können und Aktionen treffen können, die dazu führen, dass Sie Erfolg haben in der Welt. Und unsere künstlichen Netzwerke machen sowas Ähnliches. Ne? Die haben Lernverfahren, Lernalgorithmen, die dazu führen, dass diese Netzwerke lernen, sich gut zu verhalten. Zum Beispiel geben die dann an bestimmten Stellen, an bestimmten Neuronen, Ausgabesignale aus, die irgendwas Sinnvolles machen, zum Beispiel ein Autofahren, ja? Wo man Steuersignale produzieren muss zu bestimmten Zeitpunkten. Rein kommt also Video, rauskommen Steuersignale. So wie bei Ihnen auch. Ja? Rein kommt Video und auditorische Wahrnehmung und rauskommen motorische Bewegungen, die dazu führen, dass Sie heute hier sitzen und morgen woanders.
Diese rekurrenten Netzwerke, das sind allgemeine Computer, die sind so universell wie dieser Laptop da. Die können alles rechnen im Prinzip, was berechenbar ist. Und das Interessante ist, wir können denen beibringen, aus Trainingsbeispielen zu lernen, irgendwas zu tun. Und dann haben wir da alles Mögliche erfunden zu diesem Thema in den 90ern schon. Und was jetzt wirklich ganz viel verwendet wird, das ist dieses spezielle Netzwerk, das Long Short Term Memory, was wir schon in den 90er Jahren publiziert haben. Erster Autor, mein erster Student, Hochreiter. Long Short Term Memory, was heißt das? Das heißt langes Kurzzeitgedächtnis. Und das ist ein besonderes rekurrentes Netzwerk, was nicht mehr die Probleme hatte, die die ursprünglichen, die ersten rekurrenten Netzwerke hatten und was auf einmal umgehen kann, nicht nur mit ganz kurzen Sequenzen, sondern mit beliebig langen Sequenzen. Und das verwenden heute alle großen Firmen. Google, Microsoft, IBM, Apple, alle verwenden heute unsere alten LSTM-Netzwerke, die haben wir noch verbessert über die Jahrzehnte hinweg. Aber wir haben vor allem davon profitiert, dass Rechner alle 10 Jahre und Faktor 100 schneller wurden. Das heißt also, nach 20 Jahren waren die einfach 10.000 Mal schneller als damals und konnten auch 10.000 Mal so viel rechnen und 10.000 Mal so interessante Probleme lösen. Haben Sie eine Demo, fragen mich manche Leute. Dann sage ich, haben Sie ein Smartphone? Wer von Ihnen spricht mit seinem Smartphone über Google Voice oder Siri oder sowas? Ja, etliche. Wenn Sie also da die jüngste Version von Google Voice haben, vor ein paar Wochen kam das gerade raus bei Google, in so einem Google-Blog, dann stellt sich raus, da sind jetzt unsere alten Long-Short-Term-Memory-Netzwerke zugange, die haben gelernt, Sprache zu verarbeiten. Wenn Sie da sprechen, erkennt das unabhängig vom Sprecher, was Sie sagen und beantwortet die Fragen. Und das funktioniert jetzt viel besser als noch vor ein paar Monaten, weil die jetzt zum ersten Mal unsere LSTM-Netzwerke verwenden, die wir zum ersten Mal in den 90ern veröffentlicht haben und dann weiter verbessert haben. Aber erst jetzt wird es so interessant für die Industrie, dass es weit verbreitet sich hat. Bevor ich hierher kam, da dachte ich, das wird wahrscheinlich nur so ein kleiner technischer Vortrag für ein kleines Publikum. Aber Sie sind ja eigentlich ein großes Publikum für meine Verhältnisse. Neulich habe ich einen Vortrag gehalten und da war nur eine einzige Person im Publikum. So eine junge Dame. Und ich sagte, junge Dame, es ist mir sehr peinlich, aber es sieht so aus, als würde ich heute diesen Vortrag nur für Sie halten. Und sie sagte, na gut, aber beeilen Sie sich bitte, ich bin die nächste Rednerin. Jede kleine LSTM-Zelle, Long-Short-Term-Memory-Zelle, langes Kurzzeitgedächtniszelle, die schaut ungefähr so aus. Und da gibt es nicht nur eine, sondern ganz viele in solchen Netzwerken. Und hier sind die Namen von denen, die dazu beigetragen haben, dass das heute so gut funktioniert. Und jetzt, hier sehen wir nur zwei, aber in einem großen Netzwerk dieser Art, das sind vielleicht zigtausende mit 100 Millionen Gewichten. Und 2009, da konnten wir so ein System zum ersten Mal verwenden, um was zu tun, was heute ganz viele machen, nämlich Videos von Handschrift zu erkennen. Da schreibt irgendeiner sowas und dann ist das Ziel, man soll diese Pixel, die man da sieht, umsetzen in so einen ganz kurzen Ausdruck und der heißt in dem Fall T-O blank B-E blank W-I-L willing to hear und so weiter. Und dann gab es da so einen Wettbewerb. Und da ging es um die Frage, wer kann das am besten in der Akademie. Da gibt es viele so Wettbewerbe, wo die Leute eben versuchen rauszukriegen, welche Methode funktioniert am besten. Und jeder kann dann sein System da einreichen und schauen, ob es besser ist als die anderen. Und dann stellt sich also raus, 2009 zum ersten Mal, das war das erste Mal überhaupt, dass ein rekurrentes Netzwerk was gewonnen hat, war das der beste Handschrifterkenner für französische Sprache. Und die Konkurrenz, die hat wirklich eine Ahnung gehabt von Französisch. Ja. Aber bei uns läuft das immer so. Diese rekurrenten Netzwerke, diese LSTM-Netzwerke, die werden zufällig initialisiert. Das heißt, zu Beginn sind diese ganzen Gewichte alle zufällig. Und dann sehen Sie viele Trainingsbeispiele von Handschrift und von dem, was rauskommen soll. Und dann lernen die über die Zeit hinweg, den Unterschied zu minimieren, den Unterschied zwischen dem, was das Netzwerk sagt und was es hätte sagen sollen. Das ist die Fehlerfunktion. Das versuchen die zu minimieren, dadurch, dass sie diese Gewichte ändern. Und da haben wir Methoden entwickelt dafür. Und das lernen die jetzt. Und zwar so gut, dass sie
besser französische Handschrift erkennen können als französische Experten, die alles Mögliche an Vorwissen reinprogrammiert haben in ihre Systeme. Und dasselbe System hat dann nicht nur den französischen Handschrifterkennungswettbewerb gewonnen, sondern auch den arabischen und den für Farsi, obwohl keiner von uns Farsi kann oder Arabisch. Das hat das Netzwerk selbst gelernt aus den Trainingsbeispielen. Dasselbe, was Sie hier sehen, können Sie auch verwenden, um Aktienkurse vorherzusagen zum Beispiel. Ja, haben Sie viele Daten aus der Vergangenheit und da sieht man Kursverläufe und jetzt wollen Sie versuchen, da Regelmäßigkeiten zu entdecken und Sie wollen den DAX von morgen vorhersagen. Dann können Sie eben an den alten Daten das Netzwerk trainieren und hoffen, dass es gut generalisiert in der Zukunft. Und Sie können es auch für Robotersteuerung verwenden und Sie können es für alle möglichen Sachen verwenden. Zum Beispiel Spracherkennung. Spracherkennung, da kommen so alle 10 Millisekunden kommt so ein neuer Vektor rein von Zahlen, der beschreibt irgendwie so ein Detail dessen, was gerade da an den Schallwellen aus Ihrem Mund kommt möglicherweise. Und dann hab ich also jede Sekunde 100 solche Eingaben, die gehen rein in das Netzwerk, tick, tick, tick. Durch diese rekurrenten Verbindungen entsteht ein Gedächtnis früherer Beobachtungen und das Netzwerk lernt selber, das Unwichtige rauszuschmeißen und das Wichtige drin zetteln zu lassen, bis es dann am Ende der Sequenz zum Beispiel ausreicht, um zu sagen, was hat denn der jetzt eigentlich gesagt? Haben wir zum Beispiel für Schlüsselworterkennung verwendet. Schlüsselworterkennung, wer weiß, was das ist? Schlüsselworterkennung, ja, da hören Sie bei Telefongesprächen zu und plötzlich sagt einer, Al-Qaida. Und dann soll eine rote Fahne hochgehen. Und das hat dann besser funktioniert als alle anderen Systeme. Damals 2007 war das. Also eigentlich vor fast 10 Jahren ging das schon relativ gut. Natürlich hat das nicht nur militärische Anwendungen wie Terroristenbekämpfung und so, sondern es hat auch Industrieanwendungen, wie zum Beispiel Industriespionage. Und 2013, 2014 ungefähr gab es dann wirklich den kommerziellen Durchbruch für diese Geschichten, denn dann haben sich die großen Firmen wie Google und Baidu dafür interessiert, für unsere rekurrenten Netzwerke. Und heute, alle Sprachverarbeitung verwenden das jetzt. Die beste Spracherkennung zurzeit, das ist Google mit einem großen Vokabular, Big Data, ja, also sehr viele Sprachsignale von sehr vielen verschiedenen Sprechern, manche davon sprechen langsam, andere sprechen schnell, andere sprechen hoch, andere sprechen sehr tief und so weiter. Und trotzdem bedeuten diese Worte immer dasselbe. Und diese Netzwerke, die lernen, das Wesentliche rauszugreifen und das Unwichtige zu ignorieren. Baidu, der große Konkurrent von China, in China von Google, genau dasselbe haben auch unsere rekurrenten Netzwerke verwendet, um ihre Sprachverarbeitung dramatisch zu verbessern. Hier ist eine Liste von all den Dingen, die man heute machen kann mit ihm. Zum Beispiel auch Übersetzung. Wie geht das? Sie gehen zum Europäischen Parlament und Sie kriegen lauter Texte in englischer Sprache und die Übersetzungen in französischer Sprache als Trainingsbeispiele. Haben Sie so ein Big Data Problem, ja? Viele Daten, englische Texte, französische Texte, Übersetzungen. Dann nehmen Sie so ein LSTM-Netzwerk, setzen das dazwischen, füttern da sequenziell diese englischen Buchstabensequenzen rein, rauskommen, zwingen das Netzwerk, auf den Trainingsdaten die entsprechenden französischen Texte auszugeben. Zu Beginn kommt natürlich lauter Unsinn raus, weil das Netzwerk ist zufällig initialisiert, hat keine Ahnung, wie das geht. Ja? Aber dann lernt es aus diesen ganzen vielen Beispielen die Natur der englischen Syntax, die Natur der französischen Syntax und wie man von der Bedeutung des englischen Satzes übersetzt in die Bedeutung, in entsprechende Bedeutung auf Französisch. Und das beste System für maschinelle Übersetzung, das es heute gibt, verwendet unsere LSTM-Netzwerke. Und wenn Sie nicht glauben, dass das ziemlich gut ist, dann, wenn Sie nicht jetzt, aber danach, dann holen Sie mal Ihr Smartphone raus und versuchen mit dem mal mit dem aktuellen Google Voice ein bisschen zu reden. Das ist ziemlich gut, selbst wenn da Hintergrundgeräusche sind und so weiter, die eigentlich früher Spracherkennung immer sehr schwierig gemacht haben. Ja. Es gibt also jetzt 1 Milliarde Nutzer, denen das zugänglich ist. Das heißt, ich brauche gar nicht mehr meine eigenen Demos rumtragen. Jeder hat ja halt heute sowas auf seinem Handy. Dann
Was haben wir hier noch? Da komme ich noch zu ein paar so anderen. Video zu Textbeschreibungen. Das ist natürlich, wenn Sie Video sehen, ja, und rauskommen soll eine Beschreibung dessen, was da passiert ist in diesem Video. Bis vor kurzem konnten das nur Menschen. Und inzwischen können das diese rekurrenten Netzwerke immer besser. Aktienkursvorhersage. Dasselbe Problem, was ich erwähnt habe zu Beginn des Vortrags, spielt auch hier eine Rolle. Sie wollen, wenn Sie irgendwelche Aktienkurse sehen, möglichst einfache Regelmäßigkeiten drin entdecken, damit Sie da die Vorhersagen in der Zukunft anhand dieser Regelmäßigkeiten vielleicht verbessern können. Und das ist jetzt der Chart von Cisco aus den 90ern. In den 90ern, das waren Jahrzehnte Optimisten, da gingen die Aktienkurse alle ungefähr so. Und Cisco hat sich ungefähr vertausendfacht, ja, fast vielleicht ver 850-facht in der Zeit, weil die einfach jedes Jahr doppelten Umsatz und doppelten Profit hatten. Ja. Wenn man es 10 Jahre lang macht, kommt ein Faktor 1000 raus. Und jetzt sieht man also im logarithmischen Plot, dass das so eine lineare Kurve ist. Ne? Also eine sehr einfache Regelmäßigkeit. Und die ganzen Trendfolger bei den Aktienhändlern, die hatten damals Erfolg, weil diese sehr simplen Regelmäßigkeiten, die waren wirklich erfolgreich. Ja? Heute sind sie es nicht mehr. Es gibt aber sehr viele andere Regelmäßigkeiten, die man in so Kurven, in so Big Data Kurven möglicherweise entdecken könnte, die auch simpel sind, die aber nicht simpel ausschauen. Schauen Sie sich mal diese Kurve an hier unten. Ja? Da sehen Sie so Aufs und Abs. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sehen diese Kurve und jetzt sollen Sie die ganze Zukunft dieser Kurve da vorhersagen. Die meisten Menschen finden das sehr, sehr schwierig. Und unser LSTM hat jetzt so eine Kurve gesehen. Ja? Und zu jedem Zeitschritt kam ein neuer Eingabevektor rein, nicht? Und dann war es an diesem Punkt hier. Und dann hat es nichts mehr gesehen. Und dann hat es weiter extrapoliert. Wie hat es das gemacht? Hat dann diese Kurve hier ausgegeben, diese da. Und die ist fast perfekt. Die ist fast perfekt. Da sehen Sie so kleine schwarze Punkte drauf. Das sind die Vorhersagen vom Netzwerk. Und dann sehen Sie durchgezogene Linien. Das sind die wahre Kurve. Und manchmal gibt es kleine Abweichungen, aber eigentlich ist es ein sehr guter Prognostiker, dieses System. Was ist da passiert? Da gibt es eine einfache Regelmäßigkeit, die ist aber schwierig zu entdecken. Denn in Wirklichkeit, diese Kurve hier, das sind 5 überlagerte Sinuswellen, die alle phasenverschoben sind. Und das schaut dann so kompliziert aus. Aber es ist ein einfaches Regelsystem dahinter. Und das Netzwerk entdeckt das. So wie Sie als Baby irgendwie verstanden haben, wie Gravitation funktioniert und zu Vorhersagen, zu besseren Vorhersagen führen kann. Und auf diese Weise können Sie also mit Netzwerken dieser Art Regelmäßigkeiten entdecken, die von Menschen nicht leicht zu entdecken sind. Manche von diesen neuronalen Netzwerken, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich noch? Na, ein bisschen. Die sind so simpel, manche von diesen Aufgaben sind so simpel, dass man keine rekurrenten Verbindungen braucht. Rekurrente Verbindungen braucht man nur dann, wenn es um Zeitreihen geht, wie Sprache, Texte, Video und so weiter. Aber wenn man nur Bilderkennung betreiben muss, dann reicht so ein vorwärtsgerichtetes Netzwerk, wo man erst eine erste Schicht hat. Und in diese erste Schicht, da wird dann die Eingabedatei reingefüttert und dann kommt eine zweite Schicht, die nimmt als ihre Eingabe die Ausgabe der ersten Schicht und dann gibt es eine dritte Schicht und so weiter und so weiter. Und auch da haben wir sehr viel Erfolg gehabt bei Bilderkennung, zum Beispiel handgeschriebene Ziffern. Ja, da sehen Sie, manchmal ist es nicht leicht zu erkennen, ist das jetzt eine 3 oder eine 5 oder ist das hier eine 8 oder eine 9 und so weiter. Und wovon wir hier sehr stark profitiert haben, war die Videospielindustrie. Denn die hat uns schnelle Supercomputer geschenkt. Denn die Videospielindustrie, die ja inzwischen mehrfach so groß ist wie die Filmindustrie, die braucht billige Rechner für die ganzen jungen Leute, die ständig Videospiele machen. Und wozu brauchen die das? Naja, um diese dreidimensionalen virtuellen Welten da zu simulieren, während man da durch die durchwandert, muss man ständig so Matrix-Multiplikationen ausführen. Und diese GPUs, Grafikkarten, die haben 500 parallel rechnende
Kerne und die rechnen alle die ganze Zeit immer nur so Matrixmultiplikationen, die man dazu braucht, um diese Bilder herzurechnen, die man sieht, während man ein Video spielt. Und das muss sehr schnell gehen und deswegen ist es sehr stark parallelisiert und es stellt sich heraus, dass unsere neuronalen Netzwerke genau dieselben Operationen brauchen, denn um so Neuronenaktivationen zu berechnen, muss man auch ständig Vektormultiplikationen und Matrixmultiplikationen machen. Von diesem Geschenk der Videospielindustrie haben wir stark profitiert und auf einmal konnten wir dann innerhalb von einer Woche unsere Systeme so viel trainieren, wie wir früher nur in einem Jahr zu Wege gebracht hätten. Dann können wir das anwenden auf alle möglichen Daten, die wir selber nicht verstehen. Zum Beispiel chinesische Handschrift. Da gibt es 4000 solche chinesischen Symbole und jeder schreibt die anders. Ne? Und unser Netzwerk lernt anhand von diesen Trainingsbeispielen einfach korrekt diese ganzen Symbole zu erkennen, obwohl ich selber es nicht kann. Der Lernalgorithmus, der das Netzwerk dazu bringt, das zu lernen, der ist sehr kurz. Das sind gerade ein paar Zeilen. Das rauskommende Netzwerk, das ist sehr groß, das sind viele Millionen von Gewichte. Das ist größer als ein Betriebssystem. Aber das Prinzip, was dahinter steckt, ist sehr simpel. Steck die vielen Daten rein, lerne aus denen, eine Regelmäßigkeit zu extrahieren, die auch funktioniert bei den ungesehenen Testdaten. Und 2011 haben wir dann zum ersten Mal da eben diesen chinesischen Handschrifterkennungswettbewerb gewinnen können, obwohl keiner von uns Chinesisch kann. Und obwohl unsere Konkurrenten häufiger aus China kamen. Alle Smartphone-Hersteller verwenden heute das. Denn die Idee ist, sie gehen nach China und sie sitzen im Restaurant und sie verstehen nicht, was da drauf steht auf dem Menü. Und da machen sie ein Bild und ihr Handy erkennt es und übersetzt. Ja. Also alle Smartphone-Hersteller wollen sowas haben. Auch im Jahre 2011, also es ist wirklich schon 4, 5 Jahre her, hatten wir zum ersten Mal so ein System, was übermenschlich gut war bei so einer Mustererkennungsaufgabe. Und zwar war das die Verkehrszeichenerkennung. Verkehrszeichenerkennung ist wichtig für selbstfahrende Autos zum Beispiel. Und dann gab es im Silicon Valley eben 2011 in San Jose so einen Wettbewerb. Und den konnten wir sehr, sehr klar gewinnen mit so Systemen, die eben gelernt haben, solche Verkehrszeichen auch unter widrigen Bedingungen zu erkennen. Ganz lustig, da war vor dieser finalen Kompetition eine Qualifikation, wie in der Formel 1. Da konnte jeder auf der Welt so einen Trainingsdatensatz runterladen und dann sein bevorzugtes maschinelles Lernsystem darauf anwenden und konnte dann das Resultat einsenden und die Organisatoren haben dann gesagt, ob es gut funktioniert hat auf dem Testset oder nicht. Und die Besten, die wurden dann eingeladen nach Kalifornien. Und bis zum letzten Tag von diesem Qualifying dachten wir, wir haben einen komfortablen Vorsprung, bis dann unsere Kollegen von der New York Universität ein Netzwerk eingeschickt haben, welches noch einen kleinen Deut besser war. Und da mussten sich der Jonathan Maschi und der Uli Meyer und der Dan Jirejan, der erste Autor von dieser Geschichte, die mussten sich in der Nacht nochmal hinsetzen und mussten ein neues Netzwerk trainieren und dann ein paar Stunden vor der Deadline einsenden, so dass wir wieder Nummer 1 waren und so dass die korrekte Ordnung wiederhergestellt war. Aber beim finalen Wettbewerb, da gab es überhaupt keine nennenswerten Wettbewerber mehr. Wir hatten da also 0,56% Fehlerquote, also nicht perfekt, aber immerhin. Und die Zweitbesten, das waren Menschen, ja. Das war ungefähr doppelt so gut wie Menschen, dieses System. Und die Drittbesten, das waren unsere Kollegen von der New York University, die inzwischen von Facebook und von Google angeheuert worden sind. Wozu ist das wichtig? Für selbstfahrende Autos. Und ich habe gemerkt, viele Leute, die glauben, selbstfahrende Autos, das kommt irgendwie aus Amerika. Nein, das kommt aus Deutschland. Hier ist der Pionier der selbstfahrenden Autos, der Ernst Dickmanns, der hat das schon vor 20 Jahren im Autobahnverkehr gemacht. Ja. Vor 20 Jahren hatte der schon diese berühmte Fahrt von München bis nach Dänemark und wieder zurück auf der Autobahn mit bis zu 180 Stundenkilometer.
dreimal so schnell wie die Google-Autos heute und hat so Kameras drin gehabt, die konnten bis zu 5 Autos vor dem Vehikel verfolgen und bis zu 5 Autos hinter dem Vehikel. Und natürlich war auch so ein Sicherheitsfahrer an Bord, ja, der dann so einen roten Knopf hatte, falls mal eine Baustelle kam oder irgend so eine Umgebung, die nicht modelliert war. Aber für über 100 Kilometer ist das Auto völlig allein gefahren. Ja. Also Dickmanns, der Pionier der selbstfahrenden Autos. Ich frage mich immer, hier ist ja die, Stuttgart ist ja die Stadt von Daimler, nicht wahr? Ich frage mich immer, warum macht Mercedes nicht Mordswerbung mit so einem geschichtlichen Rückblick und sagt, ja, unsere Mercedes-Autos, die waren die ersten, die das gemacht haben. Ich verstehe es nicht, warum. Ja. 20 Jahre ist es her, Mercedes-Autos vom Dickmanns sind da schon auf der Autobahn rumgefahren. Und das Einzige, wie ich mir das erklären kann, ist, dass da möglicherweise so interne Profilierungssüchte innerhalb von verschiedenen Gruppen bei Daimler herrschen, die dazu führen, dass die Leute, die jetzt am Ruder sind, nicht mehr die Pioniere von damals, vor 20 Jahren, rausheben. Ja, das ist das Einzige, was ich mir da vorstellen kann. Aber eigentlich müsste es eine große Gelegenheit sein für Daimler, da Werbung zu machen und zu zeigen, wir haben nicht nur das Auto erfunden, sondern wir haben auch das selbstfahrende Auto als erste gehabt. Ne? Verstehe nicht, warum die es nicht machen. Was nicht so gut funktioniert hat damals, ist natürlich Mustererkennung, ja, weil die Rechner sind heute 10.000 Mal schneller als damals, wie der Dickmanns das gemacht hat. Und dasselbe System, das unsere Verkehrszeichen-Wettbewerbe gewonnen hat, das können wir auch verwenden, um ganz andere Sachen zu machen, wie zum Beispiel Gehirnbilder zu segmentieren. Ja, was wichtig ist für diese großen Hirnprojekte, da nimmt man also Hirne und zersäbelt die in kleine Scheibchen und dann steckt man die Scheibchen ins Elektronenmikroskop und dann sieht man da lauter so Muster, aus denen versucht man wieder zurück zu konstruieren, die dreidimensionale Struktur des Gehirns. Das ist ganz wichtig für diese sehr teuren und aufwendig finanzierten Hirnforschungsprojekte. Und auch das konnten wir besser als irgendjemand sonst mit diesem lernenden System. Oder medizinische Bildverarbeitung, ein riesiges Thema. Sie wissen vielleicht, das Bruttosozialprodukt der Welt, das sind ungefähr so 70.000 Milliarden Euro pro Jahr. Und 10% davon ist für Gesundheitsvorsorge und Gesundheit im Allgemeinen, also ungefähr so 7.000 Milliarden. Und ein bedeutender Teil davon ist wirklich Diagnose. Und heute braucht man halt so Doktoren, die schauen sich solche Bilder zum Beispiel an und sagen dann, ja, da gibt es ein Problem. Was ist das hier? Das ist ein Schnitt durch die weibliche Brust und aufgenommen vom Lichtmikroskop. Jetzt sieht man da lauter so Zellen und manche von diesen Zellen sind im Vorstadium des Krebses. Die heißen Mitosiszellen. Die will der Histologe finden. Und der Histologe kriegt ein großes Bild mit Millionen von Pixeln von dieser Sorte und schaut sich das alles an und sagt dann, oh, hier, das ist eine böse Zelle, das ist eine gute Zelle, das ist eine böse Zelle und so weiter. Jetzt nehmen wir diese Vorlagen von dem Histologen und trainieren damit unser neuronales Netzwerk, was zunächst keine Ahnung hat von Histologie, aber dann ein Histologe wird. Deswegen, weil er es lernt, fast so gut wie der Histologe selber, diese bösen Zellen von den guten Zellen zu unterscheiden. Nur anhand von großen Datensätzen. Und dann haben wir eben 2012 da zum ersten Mal so einen Wettbewerb dazu gewonnen. Und dann auch gleich noch im nächsten Jahr, weil das Thema so wichtig ist, diese Grand Challenge, die es dann gab bei der MIKAI-Konferenz, das ist die führende Konferenz in diesem Gebiet, 2013, wo wir also wirklich Performance haben, die vergleichbar ist mit der von den Experten. Jetzt bedeutet das, in der Zukunft wird ein Doktor nicht nur eine kleine Handvoll von Patienten betreuen können, sondern möglicherweise sehr viel, ein Vielfaches davon. Eine vielfache Anzahl davon. Und vielleicht gibt es irgendwelche Leute in Gegenden, wo sie gar keinen vernünftigen Zugang zur Gesundheitsvorsorge haben. Da machen die vielleicht mit ihrem Handy so ein Bild von der Haut, da ist irgendwie ein komischer brauner Fleck drauf und dann schicken sie es ein und dann gibt es da so ein automatisches System, was das erstmal vorsortiert und dann nur die kritischen Fälle da überweist zu menschlicher weiterer Begutachtung. Und auf diese Weise kommen möglicherweise viele Leute in den Genuss von lebensrettenden Maßnahmen, die ohne diese Technologie, diese relativ neue Technologie, keine Chance hätten. Jetzt habe ich mal so eine Liste von all diesen
Durchbrüchen, die mein Team da erzielen konnte bei diesen neuronalen Netzwerken gemacht. Also wir hatten das erste rekurrente, rückgekoppelte Netzwerk, welches solche Wettbewerbe gewinnen konnte. Dann das erste, welches besser war als Menschen bei so Bilderkennung. Dann das erste mit chinesischer Handschrift, dann auch mit europäischer Handschrift. Das sind also wirklich doppelt so gut gewesen als die besten bis dorthin. Und dann erste Bildsegmentierung, erste Objektfindung, Medizinbilder und so weiter. Also eine ganze Reihe von Geschichten, die heute auf der ganzen Welt verwenden werden, von vielen verschiedenen Firmen. Eine Anwendung ist, was Google macht. Da schauen Sie sich mal dieses Bild an. Google macht also Folgendes. Sie nehmen Bilder und rauskommen soll ein Text, der beschreibt, was auf dem Bild ist. Also etwas, was auch vor 10 Jahren nur Menschen konnten. Und wie geht es? Da kommt so ein Bild, das wird reingefüttert in so ein neuronales Netzwerk und da ist dann so ein LSTM von uns drin, ja, so ein Long Short Term Memory rekurrentes Netzwerk, was sich diese internen Zahlen anschaut, die dieses Konvolutionsnetzwerk, wie es heißt, produziert hat und dann das versucht auszurollen in so einen Text. Ja. Da steht also hier, eine Herde von Elefanten marschiert über ein trockenes Grasfeld. Und Sie schauen auf das Bild und Sie sagen, ja, stimmt. Und das ist ein Beispiel, das war nicht in Trainingset. Ja. Da gibt es also ein großes Trainingset von ganz vielen Bildern, Big Data, ganz viele Bilder. Und da gibt es viele so drunter stehende Schriftzüge. Und jetzt versucht dieses Netzwerk zu lernen, wie man diese Bilder übersetzt in diese Schriftzüge. Funktioniert nicht immer, aber funktioniert ziemlich gut manchmal. Hier zum Beispiel, ja. 2 Hunde spielen im Gras. Na gut, schauen Sie hin, sind in Wirklichkeit 3 Hunde, sind nicht 2. Aber es ist nicht sehr falsch. Ne? Oder hier, 2 Hockeyspieler kämpfen um den Puck. Es sind zwar 2 Hockeyspieler da, aber es schaut so aus, als hätte der im Vordergrund schon den Puck und der andere, der ist eher hinterher. Manchmal geht es wirklich schief, aber auch nicht da, auch nicht mal da völlig schief. Ein gelber Schulbus parkt auf dem Parkplatz. Ja, vielleicht kein Schulbus, aber es ist auch nicht ganz falsch. Ne? Und all das, was jetzt schon relativ gut funktioniert, in 10 Jahren funktioniert das für denselben Preis 100-mal so gut. Und in 20 Jahren funktioniert das für denselben Preis 10.000-mal so gut. Das ist, was Google macht mit unserem LSTM. Google verwendet unser LSTM wie blöd. Ja? Ich habe die Befürchtung, dass alles, dass Google selbst zum riesigen LSTM werden wird. Man kann dieses LSTM und rekurrente Netzwerke auch verwenden, um Roboter zu steuern. Und das ist vor einiger Zeit, da war ich noch Professor an der TU München, das war der erste Roboter, der da gelernt hat, Knoten zu knüpfen und zwar sogar unter sehr beengenden Bedingungen, nämlich in so Kavitäten, wo man da so operieren muss, in so kleinen, ja, Plastikhöhlen, ja, das ist so ein simuliertes Schwein, was hier liegt. Ne, und das hat da so kleine Kavitäten, da muss man rein mit diesen Roboterärmchen da und dann innen drin Nähte ziehen und solche Geschichten machen, muss man Knoten binden. Oder, das ist der Alexander Förster, der war Leiter von meinem Robot-Lab und der hat diese neuronalen Netzwerke verwendet, schon 2004, also schon 10 Jahre her, um den Robocup zu gewinnen, ja, und zwar in der schnellen Liga. Die schnelle Liga, da bewegen sich diese kleinen Roboter so schnell, dass ein menschlicher Experte mit einem Joystick keine Chance hat gegen die besten künstlichen Teams. Und jeder von diesen kleinen Robotern, der hat 4 Motoren und der hat so ein kleines neuronales Netzwerk an Bord, das lernt vorherzusagen, was wird meine nächste Eingabe sein, falls ich dieses spezielle Signal da an meine 4 Motoren schicke. Und all diese Motoren sind leicht unterschiedlich, das heißt, es muss erstmal so lernen, für jeden Motor, was macht denn der so eigentlich? Und dann kann es verwenden, diese Vorhersagen, zum Planen. Man kann sie in die Zukunft blicken, tick, 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 und kann versuchen, so Aktionssequenzen zu erfinden, die zu wünschenswerten Zielen führen. Wie zum Beispiel, ich muss jetzt schnell hin zum Ball, aber dann rechtzeitig abbremsen, ohne dass der Ball weggeschossen wird und ohne dass ich gegen einen Widersacher laufe. Solche Dinge. Oder, was wir ganz am Anfang hatten, wir nehmen ein rekurrentes Netzwerk, viel größer als das hier, aber kann kein größeres zeichnen, weil dann sieht man keine Gewichte mehr, weil es so viele Gewichte gibt. Und dann kommen Videobilder wie das hier rein in das Netzwerk, ne, so 25 pro Sekunde.
und das sind vielleicht 10.000 Pixel und rauskommen so Steuersignale, die steuern so ein Auto. Und in diesem Fall gab es nicht mal einen Lehrer, der dem System gesagt hat, wie muss es steuern, damit es irgend so einen Kurs von so einem Videospiel da abfahren kann. Das Einzige, was das Netzwerk versucht hat, war zu vermeiden, es hat versucht, Unfälle zu vermeiden und es hat versucht, so weit wie möglich zu fahren, ohne dass ein Unfall passiert. Das war seine Zielfunktion. Und am Anfang war es halt immer so, Unfall, 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 aber dann wird es klüger und klüger und dann hat es ein Weilchen gedauert bis zum ersten Unfall und dann hat es irgendwann herausgefunden, es gibt da Möglichkeiten, Unfälle zu vermeiden, dadurch, dass man gut bremst und beschleunigt und steuert und so weiter. Und mit der Zeit konnte es besser fahren, als ich zumindest. Ja. Es ist sogar möglich, sage ich dann bloß noch, neugierige Systeme zu bilden, herzustellen, die mit unserer formalen Theorie der Kreativität und des Spaßes dazu motiviert werden, Experimente zu veranstalten in der richtigen Welt, die ihnen erlauben, herauszufinden, wie die richtige Welt funktioniert, wie so ein kleines Baby. Und dann versuchen die, dieses Weltmodell, dieses prädiktive Weltmodell zum Erzielen von Erfolgen zu verwenden. Ja. Also selbst neugierige, kreative Systeme sind keine Science-Fiction. Manche lustigen Videos habe ich dazu, und da gehe ich aber jetzt nicht drauf ein. Ich sage Ihnen nur noch, was die Zukunft bringen wird. Ich glaube, in nicht so vielen Jahren vom jetzigen Zeitpunkt an gemessen, werden wir zum ersten Mal so ein kleines Äffchen haben, ja, was vergleichbar ist mit der kognitiven Fähigkeit eines kleinen Säugetiers, einer Krähe oder einem kleinen Äffchen, das eigentlich alles Mögliche kann, was ich auch kann, in die Zukunft hierarchisch denken und planen, abstrakt denken und beliebige Ziele zu erreichen, immer noch was dazu zu lernen zu dem, was es eh schon kann, sodass es ein größer und größeres Repertoire an Fähigkeiten dann erlernt. Und wenn wir mal so ein kleines Äffchen haben, dann wird es wohl nicht mehr sehr lange dauern und wir haben menschenähnliche Intelligenz. Denn es hat Milliarden Jahre gedauert, um so ein kleines Kapuzineräffchen zu evolvieren, aber nur ein paar Millionen Jahre waren dann noch notwendig, um obendrauf so eine menschenähnliche Intelligenz draufzusetzen. Für Investoren ist das auch interessant, all diese Themen, denn DeepMind zum Beispiel, das ist eine Firma, die hat Google gekauft für 600 Millionen und das war auch sogar im Spiegel online auf der ersten Seite. Und wenn Sie schauen, was ist DeepMind? Ja, die machen eben auch maschinelles Lernen und neuronale Netzwerke und künstliche Intelligenz. Und in der Tat, die ersten zwei DeepMinder, die so einen Hintergrund hatten mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, das waren beides meine Studenten. Das ist der Shane Legg, der ist einer der Mitgründer gewesen. Und das war die Nummer 4 von DeepMind, das ist der Dan Wiestra. Und dann haben sie noch weitere angeheuert. Die anderen Mitgründer von DeepMind, die kamen aus anderen Bereichen, die kamen aus dem Videospiel- und Biologiebereich und Businessbereich. Und so. Also ist auch kommerziell interessant, diese ganzen Geschichten. Wichtig vielleicht aus meiner Sicht, die Urheber der ganzen Verfahren, die sind noch bei uns, die sind also nicht bei DeepMind. Wir haben auch diese Firma Nascence, Neural Networks, AI, Artificial Intelligence, Sense, ausgesprochen Nascence, so wie Geburt auf Englisch, aber anders geschrieben. Damit möchte ich mich bei den Organisatoren bedanken für die glänzende Organisation und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.